Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Gugata Gaming. Wir haben jetzt diesen Schrottplatz erreicht und da steht in voller Pracht ein Sentry Bot der United States Army in der Gegend rum. Schauen wir mal, was wir noch schon sonst schon Schönes finden. Oh. Ein Fatman, ein tragbarer nuklearer Granatwerfer. Ja, das hätte doch jeder gerne unter dem Weihnachtsbaum. Nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir sonst noch Schönes hier finden. Haben wir ein Haus. Zu Hause? Nein, können wir zu Hause? Ah, dann. Finders Keepers. Was macht denn da Schönes? Eh? Eine Batterie, eine Waffenwerkbank. Aha, aha. Circuit Boards. Duct Tape. Oh. Perfekt. Du hast eine spezielle Lackierung für deinen Power Armor freigeschaltet. Okay, sehr schön. Zigaretten. Ah, Zigarren. Auch nicht schlecht. Okay. Was haben wir da Schönes? Eine Terminal. Ein Terminal. Roboterentsorgung Ost 09B US. Roboterentsorgung. Die sichere Art der Entsorgung für Roboter seit 2053. Band abspielen. Ferngesteuerter US Air Force Watch Prototyp MK4. Army Forces, US Army Forces. Dieser von zensiert in Auftrag gegebene und von zensiert hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma zensiert oder des entsprechenden Kunden bedient werden. Informationen. Dieses Holoband gehört zum Kampfwächter-Prototyp MK4 zensiert. Ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps. Falls Sie kein Mitglied von zensiert oder einem Geschäftspartner des Besitzers dieses Prototyps zensiert sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des Prototypen leugnen. Okay. Was könnte schon schief gehen? Watchbot aktivieren! Jedoch werden ein Kampfwächter-Prototyp MK4 und allerzeit geladenen Systeme gebootet. Warnung! Dieser Kampfwächter-Prototyp ist ein. Kampfwächter-Bot ist ein Prototyp. Es wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einem abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampfprototyp-Systeme Code 339F6 ist der aktuelle Benutzer für den eventuell auftretenden Vorfall während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz zuführen. Ja, warum eigentlich nicht? Was kann schon schief gehen? Bootsequenz bestätigt. Na, ich bin mal gespannt. Hallo? Oh, ja. Okay. Oh, wir sind überladen. Moment. Das ist nicht gut. Wir haben noch gegrillten Rathirsch. Immer noch überladen. Dann futter ein bisschen Cram. Und trink was. Oh, 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 oh. Da wimmelt's von den Biestern. Immer Bewegung bleiben, immer Bewegung bleiben. Man kann ihre unterirdischen Tricks da nicht ausspielen. Okay. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Okay. Okay, cool, cool, cool. Kein Problem. Mach, was du glaubst. Sehr schön. Ein freundlicher Bot. Es gibt auch noch Freunde in diesem Commonwealth. Wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir schon wieder überladen. Trink noch was. Mollrattenfleisch möchte ich da ungern zurücklassen.
Haben wir ja so schöne Sachen gefunden. Wo sind die anderen Mollratten? Ah, was? Verflixt. Kotzwurf! Wo bist du? Da ist immer eine Ratte unterwegs. Mal aufpassen, dass wir nicht wirklich in die Quere kommen. Der anfängt rumzuballern, da wächst kein Gras mehr. Da unten ist die Ratte. Seht ihr das? Jetzt, was ich sehe, ich treffe das Vieh nicht. Ich glaube, ich träume. Also entweder das ist die Waffe oder das ist ein Bug. Das war jetzt dreimal, aber wirklich genau drauf. Jetzt müssen wir mit einer anderen Waffe testen. Die Ratte ist abgehauen. Okay. Irgendwas muss man wegwerfen. Ja, den Hammer können wir wegschmeißen. Der ist ziemlich schwer. Passt schon. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Ratten gefunden haben. Wie üblich. Findet man nicht die ganze Loot. Aber das war auch ein extrem chaotischer Fight. Da haben wir wieder was. Können wir sogar noch tragen. Super. Das Fleisch ist mal wichtiger als diesen Hammer, der etwas Stahl und ein bisschen Holz ist. Das ist egal. Na okay, wir können ihn nicht mehr tragen. Machen wir einen Abgang, Leute. Wir wollten nämlich eigentlich da Richtung Osten zu der Siedlung. Wir wollten da zur Siedlung hin und schauen, was wir für die Leute erledigen können. Also die wollten ja irgendwie irgendwas haben. Der Preston hat uns gesagt, ja, wir müssen da irgendwie ja mal rüber quasi, ne? Und das machen wir jetzt mal. Und das wird natürlich wieder Nacht. Das ist ja wieder mal typisch. Das ist wieder mal so typisch. Wieder mal eine Nacht- und Nebelaktion. Das war nicht eingeplant. Ah, aber die Wege sind weit. Wenn man keine Quick Travel verwendet, wir können den zwar theoretisch verwenden. Ich habe einen Mod installiert, habe dem auch im Survival das erlaubt. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nur für Notfälle, wenn wir, ich weiß nicht, irgendwo eine Quest haben, wirklich am anderen der Karte oder irgend sowas. Ja, dann eventuell. Aber ansonsten werden wir davon nicht Gebrauch machen. Davon abgesehen müssen wir die Gegend erkunden. Das ist der größte Fehler, den man machen kann in dem Spiel oder generell in den Bethesda Games, in Open World Games, ständig die Quick Travel zu missbrauchen, weil ja, dann findet man eben so kleine Sachen nicht. Ist da jetzt was bewegt oder das bin ich meiner Nase, das Licht ist geflackert? Weil da die Lichtquelle blockiert hatten. Durch einen Balken oder was? Müssen auch. Oh, das ist eine Radhirschkuh. So, nächster Versuch. Okay, die haben mich erwischt. Das war jetzt ein glatter Blattschuss. Das waren jetzt bestimmt 50 Meter, 40 Meter, 40 Meter für ungefähr. Die Ratte vorhin, keine Chance. Und die war wesentlich näher. Das sind schwer die Angeln. Ja, Holz, Feder, Zahnrad. Oh, die Batterie ist schwer. Ja, da ist Säure drin. Und Blei, das ist selten. Ah, Kotzwurf, wo bist du? Ja, Raider. Das Raider-Chest bist wie doch eine Tonne. Ja, weg mit dem bisschen Raider-Armor. Ist auch nervig, aber ich will jetzt nicht extra umdrehen, weil wir sind ja fast da. Zum Teufel mit dem Klumpert. Da vorne ist ja schon die Siedlung. Man soll möglichst ohne Umwege dahin kommen und mal mit den Leuten reden. Die werden super happy, wenn wir mitten in der Nacht plötzlich auftauchen. Ja, hallo, hier ist die Mittelbein-Patrouille. Ihr habt Probleme? Sehr vertrauenserweckend. Shit. Jetzt ist Jet-Time angesagt, Leute. Wo seid ihr? Okay. Problem ist, ich sehe sie nicht einmal vor lauter Dickicht. Suchen wir Deckung am Felsen. Dass uns nicht so heimtückisch hinkt um. Oh! Wie war das nochmal? Kommt der von hinten? Die alte Töne. Oh Mann.
Okay. Alles cool. Warum müssen wir auch schon wieder in der Nacht unterwegs sein? Das muss ja nicht sein. Meine, am Tag können sie uns auch überrumpeln, aber nicht so, dass sie quasi, wenn ich 2 Zentimeter von meiner Nase plötzlich dann auftauchen. Ne? Einen dritten Hund finde ich natürlich jetzt wieder nicht. War ja klar. Aber das ist das Gras. Das ist das Gras. Ich schwöre, das Gras, das macht das wirklich praktisch unmöglich. Das ist ein Mod. Schaut super geil aus, frisst extrem viele Ressourcen, aber es schaut einfach wirklich gut aus. Muss man dazu sagen. Ich glaube mal nach schon, wie der Mod heißt. Das weiß ich leider nicht auswendig. Okay. Abgang. Die Siedlung muss ja gleich da hinter dem Hügel sein. Aber am Fuß des Hügels. Nein, da ist sie schon. Da sehe ich schon das Haus. Den Pins blau. Oh, da ist er noch auf. Hallo. Hey there. Huh? Aber auf jeden Fall haben wir angegriffen. Okay. Ja, Leute, was braucht ihr schnell? Ich muss mal ganz schnell woanders hin. Hallo? Hallo? What do you want? We don't need any more trouble around here. Bedrohst du jeden, der mit einer Knarre, jeden mit einer Knarre, den du triffst? You always point a gun at everyone you meet? I'm afraid I do these days. If we lose any more of our crops, we'll be done for. Now you best get yourself on down the road. We've got nothing for you. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Didn't you ask the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business, that. Willst du meine Hilfe jetzt oder soll ich mich wieder auf den Weg machen? Do you want my help or should I be on my way? Don't get the wrong idea. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. Killer die Raiders in der Kopfjägerfertigungsanlage. Ich trete denen für euch in den Arsch. Kein Problem. I'll kick their asses for you. No problem. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. Na, okay. Keine Ahnung, ob wir das auf die Reihe kriegen, aber wir klopfen mal große Sprüche. So. Erstens mal, irgendwas ist da gerade im Hintergrund bei dem Gespräch explodiert. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendein Auto in die Luft geflogen ist. Aber was soll's, das ist das Cornwerf. Das ist nichts Besonderes. Deswegen unterbricht man ja kein Gespräch. Wir müssen mal definitiv nach Tempins Bluff. Das wird gerade angegriffen. Wir sind knapp bei Munition. Das trifft sich ja super. Also wir haben für die Shoddy haben wir noch Munition, vor allem für Pistole Munition. Ja, aber wir haben 9 Schuss für unsere Reichweitenwaffe. Das ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall diesen Skill lernen, dass wir Munition herstellen können. Wir haben genug Skillpunkte jetzt gesammelt. Das müsste jetzt eigentlich langsam ausgehen. Shit! Ich will jetzt keinen Kampf. Du hast gesehen, da wieder diese Patrouille an ich glaube, Blähfliegen waren also oder was? Wir müssen dem Ärger aus dem Weg gehen. Wir haben kaum Munition für die Waffe und wir müssen schauen, dass wir schleunigst nach Timpins rüber nach der Abenafi Farm kommen. Die wird gerade angegriffen. Eieieiei. Ich glaube, wenn wir der Straße folgen, wird am wenigsten passieren. Da sehe ich zumindest etwas. Da sehe ich weiter, als wenn ich jetzt quasi über Berg und Stein laufe. Hoffentlich laufen wir nicht in eine Supermutantengruppe oder sowas rein. Das wäre jetzt weniger freundlich. Moment. Soll das mal freischalten? Ja, okay. Müssen wir auch nochmal herschauen. Das ist noch ein Stück, aber nicht mehr weit. Da ist Concord und hinter Concord ist die Abernathy Farm. Nur aufpassen, wenn ich, dass ich die Gegend sprinte. Ich meine, wir können so noch Jet oder was einwerfen. Wie vorhin bei den Hunden. Nicht, dass in der Situation was gebracht hat, weil genau in der Situation die Hunde nicht sichtbar waren. Da ist übrigens wieder dieser Typ da mit dem Verdauungsproblem. Ja. Da bleiben wir auf Distanz. Sicher ist sicher.
Dann müssen wir noch Saves knacken übrigens in da. Wir haben jetzt einen Skill gelernt, denke ich. Müsste, hoppla, nehmen wir auch so kurz einen Aussetzer. Der müsste jetzt hoch genug sein, dass wir da die Saves knacken können. Da muss ich auch dran denken. Eieieiei. Okay, Moment, wo ist die Ebene Farm genau? Sieht da den kürzesten Weg jetzt nehmen? Ja, eh noch Richtung Westen, das passt schon. Da bin ich schon richtig unterwegs. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwo abkürzen. Nein. Wir nehmen die schon den kürzesten Weg. Sprinten dahin. Da merkt man erst mal, wie groß die Distanzen eigentlich sind, wenn man den mit Quick Travel macht, gell? Dann laufen wir nochmal schnell rüber und erledigen das. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig hin. Keuch. So, da sind wir gleich. Na, ich bin mal gespannt, wer da was da kommt. Wir können die Siedlung leider noch nicht wirklich aufbauen. Ja, wir könnten. Wir müssten Material rübertragen. Wir müssen uns anschauen, was Verteidigungstürme kosten. Und dann möchte ich das Material rübertragen von Sanctuary. Aber da lerne ich lieber möglichst bald den Karawanen-Modus. Boah, das sieht cool aus nachts. Schön beleuchtet. Okay, da wären wir. Wir wären da. Moment. Wo haben wir denn das? Wir haben noch was Übles. Das MedX. Ja, genau. Das machen wir auf. Ich glaube, 4 haben wir. Wir haben gesagt, 4 machen wir. Das Chat. Dann machen wir das auf Favoriten 5. Okay, nur für den Fall des Falls, wenn das ganz haarig wird. Ist irgendwas Unsichtbares im Weg? Okay. I'm ready. Das war doch die Abernathy Farm, oder? Ja. Okay. Verdächtig. Die Ruhe vor dem Sturm. Ungern die Stellung aufgeben, das ist nicht schlecht, aber merkt so ein bisschen Rückendeckung von diesem ganzen Holzverschlag da. Ich weiß nicht, von wo das wer oder was von wo kommt. Eine Ratte? Eine Ratte greift die Abernathy Farm an, ernsthaft? Ich glaube nicht. Oder doch? Oh shit! Oh, you fucking kidding me! Okay, volle Drogenkrönung! Oh, I'm gonna be sick. Oh. Das war aber richtig fies, gell? Ich dreh mich um. Kommt die ganze Meute von hinten. Ich wollte auch ein bisschen Spaß haben. I didn't want you to have all the fun. If that's what you call fun, I'm glad you're on our side. Anyway, we appreciate the help. Okay. Ja, gut, dass wir das Chat hatten, weil da habe ich jetzt 2 Dröhnungen reingejagt, weil ohne dem wäre das jetzt super, super haarig geworden. Weil ich habe mich auf die falsche Seite geschaut. Ich war jetzt von dieser Ratte abgelenkt und gedacht, hey, ernsthaft, greifen wir uns jetzt da Ratten an? Nein, die ist da einfach vorbeispaziert und plötzlich von hinten kommt. Wie viele waren das jetzt bitte? 1, 2 haben wir da erledigt.
Da haben wir noch einen erledigt. Das war der erste, den wir erwischt haben, glaube ich. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sofern ich jetzt alle gefunden habe, ja, könnt hinkommen. Wow! Okay! Ja, ja, Mission erfolgreich abgeschlossen, aber wow, das war jetzt wirklich haarig. So. Ja. Sure. Sag mal, was du hast, beziehungsweise wir können auch ein bisschen was verkaufen. Eine Infopistole oder sowas. Wir haben zwar unseren Händler hier nicht dabei, aber naja, was soll's. Ein paar Sachen vielleicht. So komplett nutzloses Zeug. Was hast du Schönes? Schauen wir mal drei noch durch. Irgendwie coolen Waffen. Eine Minigun, oh, da haben wir aber auch eine. Die brauchen wir nicht wirklich. Wir müssen natürlich überlegen, wie wir es jetzt für den Kampf rüsten, damit wir diese Corvega Factory, diese Banditenfestung da stürmen. Da brauchen wir gutes Equip. Da brauchen wir was Besseres, was wir jetzt haben. Da müssen wir das überlegen. Na, du hast sonst nichts. Okay. Wir werden dann einen Verkaufsrun machen, runter zu ihr, also her zu ihr und dann vielleicht rüber, wenn die Turi vorbeikommt, die Händlerin, die Mobile oder ja, schauen wir mal, wie wir das machen. Da packt man unseren Trader-Gear aus. Uiuiuiuiui. Nein, jetzt habe ich wieder versehentlich mit X genommen, ja, verflixt. Ja, das ist nicht gut, das ist teuer, das Zeug. Das heißt, ich werde das null. Nicht versehentlich, wenn ich das Wasser trinken will, wenn ich das mit X reinhau. Das habe ich jetzt zur Sicherheit halt auch noch reingedonnert, weil die Ghoul sind verdammt nah rangekommen. Wenn die uns ein, zwei Mal eine lange, glaube ich, sind wir auch hinüber. Aber sie haben uns nicht wirklich erwischt. Mit dem Jet quasi den ausweichen konnte, mit der Widow Shotgun haben wir die Eiskalt erledigt. Um ein Haar hätten die uns erwischt, weil wenn ich mich nicht in der Sekunde umgedreht hätte, wären die alle auf uns draufgeklebt. Du liebes bisschen. Ja, haben wir auch keine Verteidigung installiert, habe ich ja angesprochen, also wir bräuchten die Karawanen. Wir können jetzt entweder was rübertragen oder ein, zwei Türme bauen. Wenn die Angreifer sich häufen, werden wir das machen müssen. Weil, ja, das Problem haben wir hier auch. Ah, schaut mal, das Wasser drinnen. Ein Gaskanister. Ja, die sammelt da brav. Die hat schon ein paar Sachen gesammelt da, die Dame, die wir da eingeteilt haben. Die vor sich alleine daher. Vegetiert ist der falsche Ausdruck. Sie wohnt, das ist ein Loft oder sowas halt, ne? Ja. Oh, schaut mal, ein Hase. Zwei Hasen. Brauchen wir gerade ein Scharfschützengewehr. Halt, stehen bleiben. Wo ist er hin verschwunden? Hase, wo bist du? Das ist ja schlimmer, sind wir selber da dabei. Da kommt. Boah, du! Vaterlandsverräter, wo treibst du mich schon wieder rum? Hey, Cardsworth. May I accompany you, sir? Ja. Aber sofort. Yes, thank you, sir. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt hier macht. Den hätte man jetzt vorhin gebraucht. Da haben wir ein paar Sachen weggeschmissen, weil ich nichts mehr tragen konnte. Und dann jetzt da treibt er sich da in der Red Rocket rum, der Penner. Der Lennige. Hui! Na gut, Leute. Ich glaube, da, jetzt haben wir ihn endlich. Meister Lampe. Okay. Well, hello there. Das war jetzt mal ein magisches Kaninchen. What the fuck? Was geht mit ihm ab? Erst läuft er nach zwei tödlichen Treffern einfach weiter und dann.
Weiß ich nicht. Was das heißt, auch hört. Okay. Ich hätte gehört, dass das Hühner weiterlaufen können, wenn man den Kopf abhackt, aber von Hasen habe ich das noch nicht gehört. Okay. Du kannst gerne diese fette Kakerlake da von der Straße entfernen, aber irgendwie, die klebt da irgendwie. Ja, die hängt da irgendwie fest. Okay, genug damit rumgespielt. Ich habe es wirklich versucht, sie von der Straße zu kletzeln, aber es geht einfach nicht. Na, wie dem auch sei, Leute. Das war jetzt mal eine aufregende Episode, würde ich sagen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr wissen wollt, wie es in dieser Let's Play weitergeht. Morgen werden wir uns entsprechend dann mal vorbereiten auf den Raid auf diese Banditenfestung. Müssen wir mal ein paar Level-Ups machen und schauen, ob wir da schon bereit dafür sind, die Ausrüstung mal durchsortieren, vielleicht mal ein bisschen aus der Siedlung weiterbauen. Schauen wir mal, was wir machen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder zur neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Garte Gaming. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.